Brauchen wir noch mehr Holz? Ja, machen wir hier gleich mal weiter, oder? Ja. Ist okay, wenn ich mich mute und nebenbei esse, oder? Weil ich habe eh nicht so viel zu erzählen. Sicher. Ich Kommt meine, drauf an, was du isst. Noch, ja. Ja, Hohen Würfel. Jetzt hat das mittlerweile gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich neben mir stehen habe. Sondern. Erstens waren das Zimt und zweitens waren es keine Würfel. Okay. Ich esse nämlich gerade keine Mohnwürfel. Sondern. So ein Zimtgebäck dreieckig. Dreieckig, ja komm, eine geometrische Figur oder eine andere, ist doch jetzt egal. Roggengrundstück. Ein Roggenrundstück. Wollen wir dann mal die Quest Rundstück ist auch eine Bezeichnung für Brot, also. Ja, ich war. Nee, Brötchen. Ja, ist ja, sag ich ja, Brötchen. Brot. Weil da kriegen wir eine Axt, dann geht's vielleicht schneller. Unter Umständen, ja. Was brauchen wir denn noch? Tool Stations, Insel Table. Okay, mach du mal, Frank. Ja, ich bin gerade dabei. Ich krieg mal da eine Bratpfanne oder was ist das nächste, was man da kriegt? Ja, ist eine Bratpfanne, ja. Pen of Destiny. Und die Axt, wie heißt die? Ich muss sagen, die Namen haben sie schön gewählt. Schau mal die Axt an. Ja, das ist Vivo-Axt. Das ist glaube ich eine normale Axt gewesen. Die wird auch einen Namen haben. Axt of Despair. Ja. Ja, ne? Die Axt der Verzweiflung. Ja. Hat jemand von euch noch Holz? Da. Da. Die Pfanne der Vorsehung. Ja. Das Schicksal. Da ist so Holz. Hinter dir, Frank. Juhu, vielen Dank. Boah, alter Schwede, ist das viel. Hier, nö, wir waren auch hart an Arbeit. Ja, man sieht's. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Die Schuhe kaputt? Noch einen Seidenspinner. Ja, da kriegt man einige von. Okay. Ui, aber der arbeitet doch halbwegs schnell. Ja, es geht. Und er schwebt. Gut, den sparen wir uns aber auf. Infested Leaves, okay. Ex nihilo aus dem Nichts. Ich glaube, die Quest dürfte jetzt fertig sein. Schau mal, ja, die ist fertig. Wundervoll. Dann nehme ich die Bratpfanne. Ich will unbedingt die Bratpfanne. Ich kann die Rewards nicht claimen. Warum kann ich die Rewards nicht claimen? Du musst eine von den Dingen auswählen. Du hast vielleicht zu wenig Platz. Nee, pick one. Das war okay, das habe ich nicht gesehen. Was ist jetzt besser? Ja, wir brauchen zwei Arbeiter und einen Kämpfer. Ja, gut, da du das Schwert hast, bist du wohl der Kämpfer, hä? Yay. Okay. Cool. Bratpfanne. Sound. Ui, ich habe jetzt die Axt genommen. Jo, ist auch richtig so. Dann sind ist wir richtig. Beiden die Arbeiter und Markus verteidigt uns. Genau. Und die Herzen könnten wir eigentlich dann irgendwie mal in die Strongbox oder so tun. Ja, stimmt. Weil ansonsten verlieren wir die und das wäre echt scheiße. Die stacken noch hoffentlich, ja, tun sie sogar. Schön. Jo. Kann man dann, wenn man vier davon hat, natürlich zum Herz machen. Und den Reward habe ich wieder. Was? Oh. Grüßer. Keine Ahnung. Leg das mal hier rein. Die ist aber nicht so viel schneller, die Axt. Das wollte ich gar nicht. Wie viel schneller? Steht das irgendwo drunter? Das kannst, glaube ich, in der Toolstation nachgucken. Aber ehrlich, die hatten Skill-Level. Ja. Boah. Aber mal ganz ehrlich, diese Axt wurde aus der Verzweiflung herausgeboren. Die hat nicht gut zu sein. Das ist so der letzte rettende Ast vor der Verzweiflung und der komplett abgebluteten Handstümpfe. Ja. Was ist nur falsch mit dir, Alter? Mit mir ist so viel falsch, dass ich keine Texturen habe und deshalb immer noch ein bisschen. Achso, du bist immer noch beleidigt, okay. Mit dir, ja? Wusste ich's doch. So. Gut, was haben wir jetzt als nächstes eigentlich? Also ich würde jetzt erstmal so eine Dreckfabrik aufbauen. Fußessig. Dreckige Fabrik. Stimmt, die Dinge kann man doch irgendwie als Ofen verwenden oder so, ne? Wie? Was? Die Pfannen kannst du irgendwie platzieren, meine ich. Warte. Ne? Nicht? Ich kann blocken damit. Ich meine, da war irgendwas, das man die auch platzieren kann, egal.
Keine Ahnung. Genau, das hier sind die Barrels. Da kann man jetzt zum Beispiel, wenn ihr zu viel Saplings habt, kann man da 8 in so einen Barrel reintun. Mhm. Normalerweise. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht geht. Weil du nicht... da drin machen. Hast du 8? Ah, ich hab Shift gedrückt gehabt. Also, da kann man so 8 reintun. Ja. Dann, ja, kompostieren die halt, bis sie Dreck sind. Und das siehst du an der Farbe oben. Okay, es sind wie viele, die da rauskommen? Also, du musst 8 Saplings reintun und du kriegst einen Dreck raus. Boah, das ist aber... Ja, das ist anstrengend. Voll der Gewinn, hey. Aber du kannst da auch zum Beispiel String reintun, was wir ziemlich viel kriegen von dem Baum da oben. Ich glaube, der ist inzwischen fertig. Ja, aber aufpassen, den musst du mit der Crook machen. Okay. Ansonsten kriegst du da nicht so viel raus. Gut, du bist Experte. Direwolf-Experte. Ja, ich habe halt die ersten 2 Folgen gesehen. Ist ja gut. Let's link. Genau, und jetzt ist es schon Dreck geworden. Das geht super schnell. Cool. Okay. Jetzt kann man da Rechtsklick drauf machen und hast Dreck. Schön. Zack. Ja, voll der Fortschritt, hä? Ja. Jetzt kann man da noch irgendwo einen Baum pflanzen, wenn wir Platz hätten. Ich habe auch noch eine Erde hier. Hm. Oh, ich habe noch einen Reward Bag. Wo kamen die denn her? Guck mal hier. Zeichen schönes drin. Spaghetti and Meatballs. Ui, 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 ui. Mais. Maissamen. Oh, das ist geil. Da müssen wir dann gleich so ein Feld aufbauen. 16 Stück davon. Boah, das ist richtig geil. Was macht der denn hier? Die Axt bringt dir mal echt gar nichts. Ja, momentan ist er noch Skill-Level clumsy. Ich bin noch... Ja, okay, versteh schon. String. Bin so blöd. Lass mich das machen, Markus, ich krieg da XP für. Stimmt. Und Idom, kommst du nicht dran, oder wie? Nee, das ist so weit weg. Jetzt. Okay. Jetzt komme ich ran. So. Machen wir dasselbe nochmal. Ich habe ja noch einen Wurm. Ja, ich habe auch noch 5 Stück. Also die kriegt man ziemlich regelmäßig. Oh. Aber so ganz ehrlich, habe ich mir darüber nachgedacht. Hm? Die Idee mit den Seidenspinnern ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Guck, da ist noch einer. Weil ich mich so ein bisschen daran erinnert habe, Sam Gartner hat mir auch mal so also einen Baum, der damals grundsätzlich von diesen Teilen befallen war. Das war, fand ich damals voll interessant. Danach nie wieder. Dann war es langweilig. Nee, danach waren die Teile einfach nicht mehr da. Ich glaube, ich habe den Schock fürs Leben versetzt. Durch deinen Anblick oder was? Hey, Silkworm, habe ich auch jetzt. So, dann könnten wir eigentlich auch schon mit der zweiten Quest anfangen. Ja, sind wir gerade bei. Da wäre. So indirekt zumindest, mit den. Dings da mit den Silk. Ja, ich glaube, ich habe schon genügend. 21 habe ich. Hast du noch was? Ich habe 2. Reicht das dürfte reichen. Ja, reicht das schon? Okay. Mal so am Rande. Die restlichen Bücher kommen mal weg. Denkst du, wir... Ja, das ist effektive Platznutzung auf jeden Fall. Das sieht geil aus. Ja, ich musste irgendwie hinbauen. Keine ja. In Zack ging's ja nicht. Ein Bett. Ein Bett für 3 Leute. Ja, muss reichen. Gut, was haben wir noch? Ich will ans Fenster.
Oxid, okay. Ja. Na, warte mal. Oder machen wir vielleicht direkt mal zwei Bäume, weil ich glaube, da brauchen wir demnächst noch ein bisschen was mehr an Stoff. Also ich brauche jetzt noch 7 String. Dann hätte ich die Quest. Okay, da reicht der eine dann ja doch. Heilige Scheiße, doch. Was denn? Der hat voll die fette Pfanne. Ja, ja. So, ich sag mal, das restliche Knochenmehl sollten wir uns aufheben, hm? Ist das denn schönes? Ach, Austern, okay. Austern? Austern. Cool. Ja, ich hab auch irgendwie Spaghetti und Fleischbällchen. Was? Ja, warte, da. Ich kann's eins haben, ich hab zwei. Okay. Hab ich jetzt Hunger plötzlich? Danke. Da war Erde drin. Und das Schwert habe ich mir auch reingetan, weil ich habe jetzt diese Ultrapfanne da. Ja, ist die besser? Ich weiß nicht. Ich schätze. Ja, plus 5 Attack und plus 5 Attack ist eigentlich gleich. Ja, dann soll ich jetzt wer anderes das Schwert nehmen. Ich bleib bei der Pfanne. Ja, Frankner, kämpfst du? Denke ich, vielleicht? Oder soll ich? Mit was? Mit dem Schwert hier. Schwert? Wo ist dein Schwert? Ja. Achso, mit dem, wo du in der Hand hast. Okay. Willst du oder soll ich? Mir egal. Dann mache ich. Okay. Ist das ein Papierschwert? Das ist ein Papierschwert, ja. Super. Das ist das Papierschwert mit Netherrack-Griff und Kaktus-Dingens da, Kaktus-Handschutz. Das ist ein super sinnvolles Schwert. Ich finde das voll effektiv, ey. Weil so ein Kaktus-Handschutz so die Hand auch so unglaublich effektiv schützt. Mhm. Ja, genau wie so ein Kaktus-Handgriff oder so. Ja. Wollen wir da mal unsere Plattform ein bisschen ausbauen? Ja. Haben wir denn genug schon an Dreck? Dreck? Wir haben Holz. Wir haben Holz, ja. Wir brauchen ja bloß Holz. In was für einer Welt leben wir, dass wir uns fragen, ob wir genug Dreck besitzen? In einer Welt aus Lehm. Ich habe zwei Stacks Planks. Oh. Wir könnten ja einfach nur Slabs draus machen. Ja, genau. Da sollten wir jetzt eigentlich nicht wirklich knausern, aber gut. Doch, sollten wir, ganz dringend. Komm, wir tun einfach, weil wir es können. Und wohin? Aber so ganz ehrlich, die Fische sehen alle so unglaublich abartig aus. Ja. Ich würde hier auf Hausebene bleiben. Ja. Irgendwie so praktisch. Normal. Ja, aber dann kommt ja die Erde. Ich glaube, das sind gerade genug Slabs, die hier gerade gemacht wurden. Knapp. Ups. Okay, ich war woanders. Wo schmeißt du die hin? Hallo. Vorsicht. Zu Markus. Ja, warte, kriegst du auch ein paar. Oh, hier weiter. Ich hab dir auch ein paar hingeworfen, ne? Ich finde das schön, wie so gedankenlos ihr die einfach alle ganz knapp an den Rand schmeißt. So, ach, ja. Wir haben ja genug. Ja, nicht mehr lang, wenn ihr alle Versorgung. Wir sollten Platz lassen für Erdblöcke in der Mitte. Ja, ich meine, da können wir einfach das Ding wieder raushauen. Wieder abbauen, das ist ja voll umständlich. Wobei, irgendwie hat er schon recht. Da kommt der Erdblock hin. Kam, Erdblock hin. Wir machen es einfach symmetrisch irgendwie, also, ne, für alle drei Blöcke. Zombies, meinetwegen. Skeletons. Oh, ich hab Angst. Wo ist mein Schwert? Achso, ich hab kein Schwert. Boah. Wo ist mein Schwert? Die Pfanne ist cool. Die Pfanne ist richtig cool. Ich liebe die Pfanne. Erfahrung. Wenn ich rankomme. Einfach nur, um das nochmal anzubringen. Ja? Vielleicht eher weniger Pam Pam als Pan Pan. Ah, meine Güte. Was ist nur los, ey? Sorry, aber das war jetzt zu schön. Das müsst ihr zugeben, der war nicht so schlecht. Ja, okay. Da kommt ein Baum hin. Jo. Ich eher Dreck. Da kommt ein Baum auf den Dreck drauf. Da auch. Das macht Sinn. Ist das nicht etwas sehr platzsparend? Ist das nicht ein bisschen nah? Machen wir drei dazwischen. Nein. Die Erde. Alter, war das jetzt knapp, ey. Zeiten, in denen wir Dreck hinterher rennen. Zombie! Meiner! Nein, ich nehme ihn. Oh, ein Angry Zombie sogar.
Drei Erdblöcke. Creeper. Wow. Oh, lass mich den machen, ich hab ne Pfanne. Haben wir eigentlich... Nein, haben wir nicht. Mob Crafting Aon. Aon, Aon, aus, an. An, aus. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Du Bannaus. vielleicht... Aber sich über mich beschweren, ja? Das war, hallo, das war ein Reim und kein... Vielleicht nicht unbedingt die Pfanne nahe der Kante benutzen, weil die Drops ja, brauchen wir. Das war mir klar. Gut. Das war mir klar. Du hast einen Pfeil im Kopf. Das ist mir auch klar. Hab ich. Das jetzt nicht mehr. Bedeuten? Ich glaube, ich fühle das auch, ja. Das kann sein. Du doch nicht. Ich habe einen Pfeil im Kopf gehabt, nicht du. Ja, ja. Übrigens, jetzt nicht mehr. Kann es sein, ja, dass es dem blöden Wurm da in deinem Inventar viel zu gut geht? Ja. Der krabbelt fröhlich. Übrigens, Wurm. Übrigens, Wurm. Apropos Wurm, der Baum ist voll. Der Baum ist voll. Oh, okay. Bin unterwegs. Apropos Pop. Wurm, der Baum ist voll. Die neue Weihnachtstheaterkomödie. Ich wollte gerade. Das hört sich nach so einem Kinderspruch an. Apropos Wurm, der Baum ist voll. Ich hab's gerade ein bisschen auf. Erna, der Baumnadel. Und noch ein Wurm. Und noch ein Wurm. Dann sind sie schon zwei, jetzt können sie sich endlos vermehren. Ich habe die Macht, ich übernehme die Welt mit meinen Würmern. Inzestwürmer, das ist ekelhaft. Ey, wir Menschen stammen auch aus einem Mann und einer Frau. Wenn man der Bibel glaubt. In deinem Glauben, ja. Ne, nicht in meinem Glauben, in dem Glauben der Bibel. Ich halte auch nicht so viel von, momentan. Davon abgesehen, dass es nach der zweiten Generation Inzest sein müsste, war es theoretisch schon aus der ersten, weil die mehr oder weniger Zwillinge waren, weil das exakt dieselbe DNA war. Und kann aber beides Kerle, möchte ich anmerken. Was? Ja, die ja, Frau gut. Wurde doch eigentlich aus dem Mann gebildet, oder? Komplett, das ja. Das heißt, eigentlich war Eva auch ein Kerl. Das auch. Nee, Eva war eigentlich Adam, also hat er es mit sich selbst getrieben, weißt du? Ja, und wie gesagt, die... Kein Inzest, das ist einfach nur Selbstbefriedigung. Ja, und wie gesagt, die beiden hatten auch nur zwei Söhne. Wie geht das denn jetzt bitte? Nee, Alter. Ach, die haben sich einfach nochmal, Generation hochgedrückt. Genau. Wenn so du Penade. Verstehst. So, ja, so Penade, ne? Mutter war ja noch jung. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Ja. So, die Sief ist jetzt auch fertig. Die Sief. Die Sief. Hm? Die Sief. Ein Hammer, yay. Ich glaub, den mach ich. Ja, ich bräuchte ein bisschen Holz, wenn das ginge. Oder hast du schon alles in Slabs verwandt? Weißt du nicht, wie man einen Hammer craftet? Oben, ganz oben. Wusste ich nicht. Ich hätte ihn jetzt nämlich. Du craftest ihn nämlich mit dem weißen Helm. Ja, ich hatte ihn jetzt eher hier Sticks und dann da so drumherum gemacht. Nee, dann hast du ja wieder eine andere Sache. Kann ich die Slabs nicht eigentlich wieder zurück in. Kann ich nicht. Nein. Aber ich habe eine Angel gemacht. One-Way-Tickets, okay. So. Ich stell mal die Sieve auch zu den Fässern raus. Die bringt einem was? Die ist hübsch. Das ist ganz cool. Du kannst da ein bisschen Dreck nehmen. Mhm. Kannst den da raufklatschen. Dann kommt Saplings raus. Nee. Und dann kannst du so durchrühren mit Rechtsklick. Und wenn du es so ein bisschen durchrührst, dann springen da Kieselsteine raus. So Zeug. Okay. Ich hab's gleich eins auf. Und dürftest du eins aufgeben, die kann ich zu. Ja, habe ich. Die kann ich zu Cobblestone verarbeiten. Richtig. Okay, das ist aber höchstgradig manuell hier. Ja. Ach, das ist wirklich ein Sieb, so gesehen. Ja. Mhm. Und komm, das ist sehr anstrengend, da Cobble zu kriegen mit. Ich habe immer gedacht, das würde auf Englisch anders heißen. Wie denn? Keine Ahnung, ganz anders halt. Ganz anders. Ja, great. Würde ich jetzt das so spontan übersetzen. Ja, Great ist aber eher ein Gitter. Mhm. Ja, ist ein Sieb doch auch. Nee, ein Sieb ist was Feineres und hat eine andere Funktion ein Stück weit. Ja. Wie sieht's hier aus? Ja, es fehlt noch der Hammer. Das heißt, den wolltest du doch machen. Ja, wollte ich machen, aber ich hab kein Holz. Hat wer noch Holz? Ja, warte. Ich hab noch zwei Oakwood. Oh. Da. Das dürfte reichen, glaube ich. Jo. Ganz knapp. Das ist so ein billig Japaner-Hammer. Gott, jetzt. Ja, mein Fehler. Tut mir leid. Was? Ja, dass wir jetzt wieder sowas dran haben. So, tada.
So, ist fertig dann, ne? Big One, okay. Ja, jetzt hätte man dich gebrauchen können. Ja, was war... Ja, okay. Ich schätze mal... Nee, schau mal, wenn ich später reinkomme, dann habe ich doch eh alle von diesen Sachen drin, sobald ich bei euch in der Party bin, oder? Ich weiß nicht, ob du die Rewards noch holen kannst. Okay, also, organisieren. Ich denke mal, Möhren brauchen wir nicht ganz so drin. Die kannst du dann also später holen. Ja, du mich auch. Ich schätze, dass wir Weizen nicht so drin brauchen, weil Weizen braucht viel zu lange und gibt nicht wirklich was her. Weizen ist aber für Brot gesund. Und für Kuchen vor allem. Kuchen! Denk an den Kuchen. Ja. Denk an die armen Kühe, die ihr hier haben werdet. Seeds kriegen wir wahrscheinlich auch irgendwo anders her. Ja, außerdem Brot sättigt, Möhren nicht ganz so sehr. Was sind eigentlich diese drei großen Bowlingkugellöcher? Zuckerrohrsamen. Seit wann gibt es... Okay. Seit wann gibt es Möhrensamen? Kann ich genauso gut fragen. Okay, also... Stimmt. Also Baumwolle ist klar, dass wir das nehmen, ne? Cotton ist Baumwolle, ne? Ja. Ja, so, wenn... Okay. Wobei mit den Würmern komme ich auch gut klar. Hm, haben wir noch mehr. Ja, mehr ist immer besser. Ich glaube, ich nehme Cotton. Okay. Okay, dann der Cotton... Zuckerrohr, wofür brauchen wir das denn? Ja, für Papier eigentlich nur. Zucker selbst brauchen wir jetzt nicht ganz so dringend. Ja, wir brauchen das alles nicht wirklich dringend. Außer vielleicht... Nehmt einfach da die beiden gelben und da... Wir müssen eh noch mal mehr bearbeiten, weil wir haben bisher nur die String-Theorie. Ach ja, wir brauchen ja noch Koppelstücke, ne? Oh Mann. Aha, ja, richtig verpeilt. Ja, dann brauchen wir mehr Dreck, wir müssen mehr... Bin ich gerade bei... Ja, warte, ich baue hier hinten mal die Baumfarm. Ich hab schon genug Stein. Okay, dann bauen wir. Ja, ich hab die Baumfarm fertig gemacht. Mit Saplings. Warum ich das hier drin mache, keine Ahnung. So, bau die einfach noch weiter. Die können wir nach hinten einfach aus. Tada! Ja. Cobblestone. Haben wir's? Ja, okay. Also, ich nehm Karotten. Oder Wheat? Ich weiß nicht. Oh, Wheat? Oh, hallo. Nein, also ich nehm jetzt Cotton. Ja, nimm Frank Cotton, dann nimm Markus die Möhren. Jo. Ja, ich nehme mal die Möhren, weil wie ich das mal anzockt habe ich irgendwoher Seeds gekriegt, aber ich weiß nicht mehr woher. Okay. Und das war nicht wahrscheinlich aus der Reward Bag. Ja, wo ich ja auch das Mais, den Mais her hab. Das kann sein, das weiß ich nicht. Cool, ich hab eine Axt. Ich auch. Bane of Aetherpods. Auf einer Axt macht viel Sinn. Das ist praktisch, damit kannst du Spinnen axten. Spinnen axten, genau. Axten, wow.